Wir sind in der Schlierbacher Straße 36 in Kirchheim. Alarmiert worden sind wir zu einem Meldealarm im Haus. Da haben wir einen Rauchmelder ausgelöst mit der Meldung, dass der Treppenraum verraucht ist und mehrere Personen noch im Gebäude sind. Die Lage beim Eintreffen: Das Gebäude war stark verraucht im Treppenraum. Starker Brandgeruch feststellbar. Es wurden sofort alle Leute evakuiert und auf mehreren Wachen in Kirchheim entsprechend Alarm ausgelöst. Vorgehensweise: Wir haben sofort zwei Trupps in die Gebäude geschickt, erstmal zum Schauen, wo der Brandherd ist. Wir mussten erstmal den Brandherd lokalisieren. Das haben wir nach ca. 15 Minuten konnten wir den Brandherd lokalisieren. Es waren Brände verteilt auf mehrere Räume. Was genau zum Brand geführt hat, kann ich noch nicht sagen. Wir haben umgehend belüftet, wir haben Nach- oder Löscharbeiten durchgeführt, wir haben versteckte Glutnester überall gehabt. Das hat sich in verschiedene Räume verteilt. Ja, wir konnten so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde konnten wir ungefähr Feuer ausmelden, aber wir haben immer noch Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle. Die Schwierigkeit war, dass noch am Anfang die Meldung war, Personen eventuell im Gebäude. Und die Schwierigkeit war einfach, dass mehrere Räumlichkeiten betroffen waren. Und durch die starke Verrauchung konnten wir nicht lokalisieren, wo der Brand war im ersten Moment. Und wir wussten auch nicht, ob in den Zwischendecken auch irgendwelche Brandnester vorzufinden sind. Wir waren hier mit 12 Fahrzeugen von der Feuerwehr Kirchheim, Abteilung Stadtmitte und von der Feuerwehrabteilung Jesingen und Lindorf und mit 66 Feuerwehreinsatzkräften. Des Weiteren waren mehrere Kräfte vom DRK vor Ort sowie die Polizei und der Herr Bürgermeister Riemer. Wir räumen jetzt das Brandgut noch aus, müssen nach außen bringen, entsprechend ablöschen und dann einfach nochmal überprüfen, ob noch irgendwelche Brandherde oder irgendwelche Glutnester vorhanden sind im Gebäude. Wir sind in der alten Schlierbacher Straße am Ziegelwasen. Da hat es gebrannt. Ich war bei einem Familienfest und wurde vom Stadtbrandmeister informiert, dass es ein größeres Brandereignis gibt, wo es darum geht, auch Menschen unterzubringen, die ihre Wohnung mal über Nacht verloren haben. Im formalen Deutsch heißt es ein Obdachlos geworden. Und dann habe ich gesagt, klar, keine Frage, bin ich gleich da und dann schauen wir danach, wie wir die Leute unterbringen. Und nach einem ganz kurzen und völlig unkomplizierten Gespräch mit der Gaststätte Fuchsen ist es gelungen, den Leuten über Nacht ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Zum einen ist natürlich eher unangenehm, mitten in der Familienfeier nochmal beruflich abrücken zu müssen wegen so einem Fall. Und ich weiß als Bürgermeister, wir sind ja drei Bürgermeister in Kirchheim, wenn wir zum Einsatz gerufen werden, dann ist schon was Gravierendes. Und dann gibt es Entscheidungen zu treffen, die wir treffen müssen. In der Regel ist es aber so, dass wenn wir Leute unterbringen müssen, dass sie über Nacht ein Dach über dem Kopf haben, ein warmes Dach über dem Kopf haben, dass es auch gelingt. Da hilft uns die lokale Hotellerie und Gastronomie immer gerne weiter.